Scheiß drauf, Mann. Scheiß drauf. Wenn dich gerade keiner sieht und du gefühlt unsichtbar in deiner Schule bist oder egal wo du bist, arbeite an dir. Komm wie der Phönix aus der Asche. Schau nach vorne, alles brennt. Ja, shop in der City, bis mich jeder kennt. Geld immer schöner, es kostet kein Geld. Nur harte Arbeit, hast du was mir gefällt. Ich werde schön reich sein, kauf mir die Welt und lache über sie, weil sie haben kein Geld. Damals haben sie gelacht, parallel. Was geht, Leute? Heute ein Video von einer etwas anderen Art. Heute bin ich für die Menschen da, die keinen haben, die sich ganz unten fühlen, die am Boden sind. Ich weiß, wie du dich fühlst gerade. Ich weiß, was du denkst. Für die Leute, die gerade von euch in der Pubertät sind, die jung sind, die gerade Depressionen haben, die sich down fühlen. Ich weiß genau, wie ihr euch fühlt. Ich weiß genau, wie es euch geht. Wenn du gerade am Boden bist, hör mir genau zu jetzt. Hör mir ganz genau zu. Wenn du keinen Lebensweg hast, die meisten von euch sind vielleicht was Eltern, machen sich darüber Sorgen, was mache ich nach der Schule? Oder die meisten von euch machen sich Sorgen, warum ignoriert mich jeder? Oder warum werde ich gar von gar keinem gesehen? Warum bin ich gar nicht wirklich da in dem, was ich tue? Und warum weiß ich gar nicht, wer ich eigentlich bin und was ich will im Leben? Guck mal, ich sag dir Folgendes. Es gibt nur eine Sache, die wirklich wichtig ist. Und das ist, dass du das, was du tust, mit Herz und Leidenschaft machst. Das, was du tust, mit Herz und Leidenschaft zu machen, ist sehr wichtig. Etwas zu finden, was du gerne tust. Scheiß drauf, was die anderen sagen. Scheiß drauf, wer dich auslacht. Mir scheißegal, wer auf deiner Seite ist. Achte auf dich. Aber letzten Endes bist du derjenige, der am Ende des Tages am Grabstein ist und der tot ist. Und wer du warst, entscheidet, welche Menschen um deinen Grabstein herum stehen. Okay? Und die wichtige Message von diesem Video soll eigentlich einfach sein, wenn du gerade das Gefühl hast, du wirst von keinem gesehen, scheiß drauf, Mann. Scheiß drauf. Wenn dich gerade keiner sieht und du gefühlt unsichtbar in deiner Schule bist oder egal wo du bist, arbeite an dir. Komm wie der Phönix aus der Asche. Aber scheiß mal auf die Meinung der anderen. Wenn du immer das Gefühl hast, wenn du das Gefühl hast, dass andere dich auslachen könnten, wenn du das Gefühl hast, dass du anderen Menschen egal bist, dann denk doch einfach mal drüber nach. Das sind nicht die Menschen, mit denen du überhaupt irgendwas zu tun haben willst. Wenn du gerade in der Schule bist und du weißt eigentlich gar nicht, wohin du gehörst, wozu du gehörst, wie du sein sollst, wie du sein willst. Wenn du das Gefühl hast, die ganzen Menschen um dich herum beeinflussen dich, scheiß auf die. Wenn du gerade ein Typ bist und die Mädchen dich gar nicht sehen, du Single bist und du fragst dich, warum bin ich immer alleine, warum bin ich immer Single, warum hat der eine Freundin, der eine Freundin, der eine Freundin, der eine Freundin und ich bin Single. Bruder, scheiß drauf, scheiß drauf. Du hast keine Zeit zu sagen, warum bin ich Single. Frag dich lieber, wo ist mein Erfolg? Frag dich lieber, wann werde ich besser? Frag dich lieber, wie lange dauert es bis Next Level? Das ist das Einzige, was wichtig ist. Ob der eine Freundin hat oder der, ob das Mädchen mit dem zusammen ist, ob die auf den steht, das hat dich gar nicht zu interessieren. Das ist unwichtig, das ist 0% wichtig jetzt gerade. Gerade zählt, was du gerade machst, was du aus deinem Leben machst, wie weit du kommst, was deine Leidenschaft ist. Das sollte dich in dem Alter jetzt interessieren. In deiner Jugend. Scheiß doch drauf, wer mit dem. Nur weil Leute in einer Beziehung sind, heißt nicht, dass sie glücklich sind. Nur weil du denkst, oh, der Typ aus der Klasse, warum hat der die bekommen und warum bekomme ich die nicht? Warum bin ich alleine? Warum werde ich ignoriert? Warum sieht die mich nicht? Scheiß doch drauf. Warum bin ich unbeliebt? Scheiß drauf. Es gibt zwei Menschen im Leben. Es gibt die Menschen, die drauf scheißen und es trotzdem machen und die Menschen im Leben, die einfach nichts machen und Angst haben und sagen, oh, ich will andere aber beeindrucken. Ich will der Beste darin sein, dass jeder mich mag. Ich will so sein, dass jeder mich mag. Ich will nicht ausgelacht werden. Scheiß drauf. Was ich für Videos im Internet mache, guckt euch meine Videos im Internet an. Es gibt Leute in meinem Umfeld, die sagen zu mir, das ist cringe. Weißt du, was ich sage? Interessiert mich dreimal nicht. Komm an meine Haustür klopfen, wenn es mich interessiert. Ihr müsst bereit sein, euer ganzes Umfeld zu schocken, wenn es sein muss. Hört auf, immer etwas nur zu tun und dabei daran zu denken, wie es anderen gefällt. Scheiß drauf. Ich gebe einen Feuchten fünfmal, was andere darüber denken, was ich tue. Ich gebe einen Feuchten fünfmal, wer dieses Video sieht und danach denkt, ja, das macht er für Videos, ist der der und der. Was macht der, warum redet der so? Es interessiert mich in Feuchten. Und wenn du gerade denkst, dass es cringe ist, dann denk weiter, dass es cringe ist und geh schlafen mit dem Gedanken cringe. Aber wir sind hier, um Sachen zu verändern. Und jeder, der das Video hier sieht und mir zuhören will und sagen wird, ich will was daraus lernen, der wird es auch tun. Der wird verstehen, warum ich das tue. Jeder andere, der es nicht versteht, kann sich das gerne angucken und danach gerne machen, was er weitermachen will.
Aber es geht darum, was für ein Leben erreichen willst, was du tun willst, wo willst du hin? Glaub mir, es zählt jetzt nicht, wer mit wem ist oder warum du nicht gesehen wirst oder warum das Leben so hart ist. Es zählt gerade nicht. Es zählt, was du tust, weil das Leben, es wird leichter. Ja, ja, doch, es wird leichter. Und weißt du wie? Wenn du durch den täglichen Schmerz gehst, Schule, Training, schwierig zu kombinieren, bla bla bla, interessiert niemanden. Du ziehst durch oder ziehst nicht durch. Erfolg fragt dich nicht, bist du in die Schule gegangen? Erfolg fragt dich auch nicht, wie gut hast du geschlafen? Erfolg fragt dich auch nicht, wie viel Schmerzen hast du? Erfolg fragt dich auch nicht, wie viele Leute mögen dich? Der Erfolg ist scheißegal. Erfolg spricht folgende Sprache. Entweder du ziehst durch oder du lässt es sein. Es gibt zwei Wege, es ist sehr simpel. Du ziehst durch oder du lässt es für immer sein. Und heulst irgendwann, dass du es nicht getan hast. Es ist schwierig, aber Schmerz, Rückschläge sind genau das, was du im Leben brauchst. Schmerz ist genau das, was du im Leben brauchst. Diesen Schmerz, den du hast, diese Rückschläge im Leben, dieses Ausgelachtwerden, dieses keiner glaubt an mich, dieses keiner mag mich, das sind genau die Sachen, die du brauchst, um weiterzukommen. Ich verstehe nicht, warum ihr keine Motivation habt. Warum habt ihr keine Motivation? Ich höre von so vielen Leuten, ich bin alleine, keiner mag mich, ich habe niemanden, ich habe keine, alle haben eine Freundin. Digga, wenn ich das alles hätte, ich hätte Motivation bis zum geht nicht mehr. Ich gehe einmal sprinten, ich kann nicht mehr, ich denke daran, ich kann wieder. Ich kann nicht mehr, ich bin am Sprinten, ich bin am Drücken. Junge, mein Maximumrekord würde sich jede Woche dreimal erhöhen. Junge, ich kann nicht mehr, ich denke daran, ich kann wieder. Versteht ihr, was ich meine? Das ist Motivation, die ihr nehmen könnt. Aber nein, ihr heult zu Hause im Bett und weint, dass es so ist, ich kann nichts machen und schreibt Kommentare unter Videos, dass ihr es nicht könnt. Und dass ihr Single seid. Ihr seht irgendein Mädchen mit irgendeinem Jungen und schreibt dann, oh, ich bin Single, TikTok, sag mir das doch nicht jedes Mal. Ey, Leute, zieht doch einfach durch. Wen interessiert es gerade? Mein Crush sieht mich nicht. Warum schreibt mein Crush mir nicht zurück? Warum schreibt die Petra mir nicht zurück? Warum will Petra nichts mit zu tun haben? Warum melden Mädchen sich und danach melden die sich wieder nicht? Warum kommen die an mit Dingen und danach nicht mehr? Warum bist du relevant in den ersten zwei Wochen und danach nicht mehr? Wen interessiert's? Einen Feuchten interessiert gar keinen. Weißt du, was das interessiert? Wenn du weiterkommst und in fünf Jahren Next Level bist und die ankommen und dich fragen, wie geht's dir? Und dann alle bei dir lutschen kommen. Und dann alle Menschen zu dir kommen. Bro, es ist so, du bist ein Typ, als Typ ist es was anderes, Bro. Deinen Wert musst du kreieren. Du musst deinen Wert kreieren. Und der Schmerz, durch den du gehst, lässt dich zu der Person werden. Viele von euch checken nicht, dass der Schmerz was Gutes zu nichts Schlechtes. Der Schmerz bringt dich nach oben und nicht nach unten. Das ist das Wichtige. Der Schmerz ist gut für dich, nicht schlecht. Wegen Schmerz mache ich diese Videos. Wegen Schmerz bin ich der ich heute bin. Wegen Schmerz. Weil ich mir gedacht habe, Bro, ich will was kreieren. Okay? Und wenn du mal was probierst, es klappt nicht von Anfang an. Es geht jetzt nicht nur um Fitness. Wenn du was trainierst oder du machst irgendwas, du hast eine Idee, es klappt nicht. Ich sag dir jetzt schon, wenn du nicht damit klarkommst, dass es von Anfang an nicht klappt und dass jeder an dir zweifelt, dann mach's gar nicht erst. Wenn du nicht dafür gemacht bist und sagst, ich heul direkt am ersten Mal und verpiss mich wieder, ja, dann klappt's auch nicht. Am Anfang, ich sag dir was, du fängst eine Sache an, ist mir kackegal, was es ist, du bist Level 0, du fällst erstmal 70 Mal auf die Fresse, bis du dann durchziehen kannst und dann gesehen wirst. Keiner glaubt an dich am Anfang. Keiner sagt dir, es wird schön, keiner sagt dir, du wirst es schaffen. Keiner wird dich zujubeln und sagen, das ist eine gute Idee. Keiner wird dir sagen, ja, das ist schön, mach das. Nein, wenn es solche Menschen gibt, die sind Gold, die musst du für immer behalten. Du bist der Einzige, der daran glaubt und an dich glaubt. Du bist der Einzige, der an dich glaubt und du musst der Einzige sein. Du musst dein größter Fan sein, bevor du einen einzigen Fan hattest. Wenn du das nicht wirst, dann wird auch kein anderer an dich glauben. Wenn du nicht an dich glaubst, du kannst nicht erwarten, dass andere, die Menschen in deiner Klasse, in deinem Umfeld, dich sehen als die Person, die du bist, wenn du selber dich nicht mal als die Person siehst, die du bist. Du wunderst dich, dass dein Crush nicht antwortet. Dein Crush antwortet nicht, weil du dir selber nicht mal im Spiegel zugucken kannst und sagen kannst, ich bin krass. Du kannst im Spiegel nicht hingehen und sagen, ich erreiche jetzt was. Digga, wie soll sie dir zurückschreiben, Digga? Wenn du sagst, ich gehe trainieren und am ersten zwei Tagen, über den ersten drei Tagen sagst, ich will nicht trainieren gehen, Digga. Mit so jemandem will man nichts. Wie willst du denn später irgendwas erreichen? Wie willst du rausstechen? Wie willst du irgendwo hinkommen, wenn du nach den ersten zwei Wochen sagst, ich gehe nicht mehr trainieren? Ja, nach den ersten zwei Wochen sagst du, ich höre auf mit meinem Ziel. Ich höre auf mit den Ideen. Ich höre auf, daran zu arbeiten. Ja, Bro, dann wird's auch nichts. Du hast Idole. Du hast Leute, zu denen du aufsiehst. Okay? Jedes Mal, wenn du eine Entscheidung triffst und dich fragst, ist das gerade eine Ausrede, frag dich einfach, wer würde sich Ronaldo diese Ausrede fragen?
Oder würde sich Pop Smoke diese Ausrede gerade geben? Würde David Goggins, ich weiß nicht, wen ihr alles kennt, The Rock, würden die das alle machen? Würden die sagen, heute ist schlechtes Wetter, ich habe keinen Bock zu trainieren, obwohl ihr drinnen trainiert, auch schlau. Würden die sagen, ich habe kein Geld? Auch in ihrer Anfangsphase, als sie noch nicht so fame wären, würden die das sagen? Würden die das gesagt haben, wenn die jetzt nicht wo die sind? Dann würdest du nicht so zu denen hochgucken und sagen, krass. Zieh durch, Digga. Und ihr denkt wahrscheinlich, der ist voll hart, der schreit mich an, der beleidigt mich hier, der ist voll frech. Digga, ich sag das, weil das der einzige Weg ist. Wenn ich sage, zieh durch, fang an, bringt's nichts. Und ich werde diese Videos immer wieder machen, immer wieder. Auch wenn ich euch nur Audiodateien oder was auch immer auf den Plattformen lade, wo ich sage, zieh durch. Wenn es einem helfen kann, wenn es nur einem hilft, wenn es einen hier gibt, der das hier hört und das so sieht, wie ich früher motiviert worden bin, der das so merkt, wie ich es früher gemerkt habe, reicht es mir. Es können jetzt hier 200 Leute dieses Video sehen. Und es können mich 199 Leute auslachen. Wenn es einen gibt, der daraus das gelernt hat und was mitgenommen hat und gesagt hat, okay, jetzt werde ich mein Leben verändern und das wirklich tut und in 3 Jahren stolz darauf ist, dann ist mir der Rest egal. Diese eine Person, der ich geholfen habe, ist mir mehr wert als die 199 Menschen, die mich auslachen. Und so müsst ihr alles angehen. Wenn ich zufrieden damit bin, so müsst ihr leben. So mit dem Gedanken müsst ihr leben. Merkt euch das. Wenn ihr in die Schule geht, euch keiner mag, ihr keine Freunde habt, niemand für euch da, euer Crush euch nicht sieht, scheiß doch drauf. Denkt mit dem Gedanken. Wenn ich es mag, ist es richtig. Wenn ich für mich selber was tue, ist es richtig. Wenn ich an mir selbst arbeite, ist es richtig. Scheiß drauf, was der oder der oder der denkt, was der sieht. Der Fakt ist, alle Menschen, die bewundert werden, alle Menschen, die irgendwo sind, sind nur da, weil sie gesagt haben, es ist mir scheißegal, was jeder davon denkt, ich mach's trotzdem. Und alle Entscheidungen, die ich so getroffen habe, haben mich ins Glück geführt. Ich habe Entscheidungen getroffen, wo Menschen zu mir gesagt haben, mach das nicht, denk doch mal drüber nach, das ist keine gute Idee, Digga, lass es sein. Ich hab's trotzdem gemacht, ich hab einen Feuchten gegeben, 70 Mal. Und es hat funktioniert. Aber erst nach 50 Mal hinfallen, es hat geklappt, ich hab's gemacht und am Ende kamen genau diese Menschen an und haben gefragt, wie hast du es gemacht? Ja, wie hab ich das gemacht? Ich hab meinem Herz gefolgt. Hier, euer Herz, das ist hier, das ist das Einzige, das ist, was uns entscheidet. Das ist das, was euch leitet, nicht die anderen Menschen. Guck mal, das, was hier drin ist, das, was hier in diesem Herz drin ist, wie kannst du erwarten, dass der und der das sieht? Michael und Domme, wie können die das sehen? Wie können die wissen, was hier drin ist, wenn du damit geboren wurdest? Gott hat dir diese Aufgabe gegeben, nicht denen. Du kannst nicht von denen verlangen, dass die sehen, was du siehst. Glaubst du, hätte Ronaldo seinen Traum als Kind mit jedem geteilt, hätte jeder gesagt, geil, die hätten den alle ausgelacht. Aber die würden jetzt alle lutschen kommen. Deswegen, hab deine Vision für dich. Red nicht mit jedem drüber. Arbeite in der Stille. Wenn du keine Geduld hast, arbeite mehr und du wirst schneller erreichen. Aber hör auf, dich zu beschweren und zu sagen, ich kann es nicht. Wegen der Person oder wegen dem oder weil ich ausgelacht werde oder weil ich kein Geld habe. Alles Ausreden. Ganz simpel. Ich kann dir sagen, was Ausreden sind. Ausreden sind immer genau das, was dich daran hindern, was du aber überwältigen kannst. Alles, was du eigentlich überwältigen kannst, sind Ausreden. Und wenn du es nicht überwältigen kannst, musst du dir vorstellen, wie schwach du bist. Ob du wirklich so schwach bist, dass du es nicht überwältigen kannst. Oder ob es wirklich einfach so unüberwältbar ist. Zu sagen, es ist schlechtes Wetter, deswegen fahre ich nicht mit dem Bus ins Fitnessstudio, ist die dümmste Ausrede. Zu sagen, ich habe kein Geld zu trainieren, ist auch eine dumme Ausrede. Fang an, Mann. Fang einfach an, Mann. Okay, das war's. Haut rein, Leute. Wir sehen uns.